begrüße heute mal wieder alle Realkunden und Freunde aus Facebook, YouTube, online. So, wir sind das erste Copyhouse mit Büro Charming. Das wird im Jahre 2018 noch so richtig mal gemacht, also real im Copyhouse und im Medienhaus mit Büro Charming. Das heißt also, wie in einem großen Büro kann man dort arbeiten, mit Teppich ausgekleidet, in Ruhe und so weiter und so fort. Meiner einer, ich steht natürlich zur Verfügung, nennt sich zwar nur online Medienkanzler, weil das hier, wie gesagt, an sich aus einer sogenannten satirischen Sendung, die 1995 auf der CeBIT erfunden worden war und auch im richtigen Fernsehen gelaufen ist. Jetzt natürlich nicht mehr und ab 2018 wird also nur noch YouTuber-Kanal und Facebook in diesen Rubriken bleiben. Wir werden weiterhin irgendwie bei Star Wars bleiben. Ob wir jetzt mit Star Wars weiterarbeiten werden, müssen wir mal schauen, müssen wir uns nochmal überlegen. Meiner einer vor der Kamera sowieso. Er sucht halt noch händeringend auch irgendwelche Moderatoren oder welche, die Lust haben, irgendein Format auf den Weg zu bringen. Ja, ihr seid also total recht herzlich willkommen hier in diesen AWH Movie Foto- und Filmproduktionsraum und Räumlichkeiten. Ihr seid natürlich auch total recht herzlich willkommen in den normalen, realen Copy-Bereich, wo man Kopien aller Art macht, wo man in diesem sogenannten Büro-Atmosphäre arbeiten kann. Die Anfrage der Post, UPS, das wird wohl sicherlich alles hier jetzt ab 2018 eingearbeitet werden. Das heißt also, man kann in Ruhe im Copyhaus alles fertig machen und dann einfach hier an der Theke abgeben. Wenn das Gerät piept, ist die Sache erledigt und somit kann man die Kartons abholen oder die Kartons bringen oder halt hier fertig machen und einfach rüberschieben ohne viel Palaver, weil viele nicht mehr so gerne in die Postbank gehen, weil in der Postbank halt die Charaktere, sagt das Wort schon, Bank, ist keine Post mehr, die dann diese Posteinheiten nicht so gerne haben hätten wollen. Wie gesagt, ich habe der UPS-Gesellschaft gesagt, ist okay, kommt vorbei. Der Postgesellschaft habe ich auch gesagt, okay, kommt vorbei. Die Post hat heute Morgen angerufen, die UPS-Gesellschaft war auch schon da. Sag ich, ja, ist okay, kommt vorbei. Und wenn die Kunden das brauchen, also ihr werdet dann eine riesige Fensterfront mit UPS. Da muss ich managen, keine Ahnung, muss ich gucken, wie die das nennen. Und dann eine Post. Aber es wird nicht so sein, wie das große. Werden die uns mir persönlich auch nicht geben. Und es wird aber so kommen. So, wir sind hier im fröhlichen Abschied nehmen von November. Der November war wunderbar. Viele haben ihre Geschenke schon aus dem Star Wars Bereich geholt. Ich muss mich schon wundern. Ich habe heute Amazon mal kontrolliert. Kann man ja wunderbar. Anhand der ISDN-Nummer, die ISDN-Nummer eingeben und plötzlich kostet die Ware so gut wie gar nichts mehr. Zwischenzeitlich war zum Beispiel ein Yoda als elektronische Figur, wollten die dann plötzlich 1300 Euro haben. Jetzt mittlerweile kriegt man ihn zwar anders verpackt, ist richtig, total anders verpackt, nicht im Original wie damals vorgestellt, ab 100 Euro. Ja, ab 100 Euro, da brauchen Sie gar nicht den Kopf machen, weg damit und gut ist. Und wie gesagt, müssen wir mal schauen, wie sich das alles so entwickelt. Also im Moment entwickelt sich das so, dass Star Wars so eine Art Ramsch-Artikel geworden ist. Also wenn ich das jetzt hier so sehe, ist es Ramsch. Also das sind einige neue Sachen, die keiner haben will, super teuer. Und das, was jeder haben will, schon Apfel und Ei. Ja, wirklich, es ist unheimlich günstig geworden. Darth Vader kriegt man schon in einer 75 cm großen Jack Pacific als Figur für 15 Euro, 10 Euro. Das hat es früher nicht gegeben. Da gaben der um die 59,95. 1,20 Meter, glaube ich, ist immer noch so teuer von 129 bis 169 Euro, je nachdem, wo man den kauft. Müsste ich aber nachschauen. Habe ich noch gar nicht, könnte man mal eben machen. Also wie gesagt, die Preise fallen. Was war das? Vader 120 cm. Kostet jetzt mittlerweile 218. Im Moment 196. Ja.
Also dieselbe Figur ist, ob die jetzt von Jack Pacific ist, weiß ich nicht. Der sieht auch ein bisschen, ah ne, also das ist jetzt ein UK-Import, Star Wars 1 zu 10 Scale Darth Vader Red Version Artfax. Achso, Artfax. Ist also nicht das, was ich eingegeben habe. Also hat Amazon schon gar nicht mehr. Also das Artfax als Statue, als 1 zu 10 Scale Darth, 220 plus 20 Euro Versand. Also fast, also hochgerechnet mit Zoll 250 Mark, Euro. Genau. So, lange wollte ich heute auch nicht machen. Ich wollte also nochmal Dankeschön sagen an alle Realkunden, die diese Sendung verfolgen oder verfolgt haben. An alle Realkunden, die halt im Star Wars Launch, in der Star Wars und den ganzen Sachen, die wir so, beziehungsweise ich, der Medienkanzler und Captain Rex, das so gemacht hat. Wie gesagt, viele Experimente durchgezogen im Modellbereich, der halt nicht so angekommen ist, weil die Bürger damit nicht klar kamen, also die Kunden kamen nicht damit klar. Ob die jetzt mit den weihnachtlichen Fenstern klarkommen, weiß ich nicht. Hab da schon wieder was gefunden, was ich gerne einsetzen möchte. Ob das dann angenommen wird, weiß ich nicht. Ich probiere es halt. Ich habe eine wunderbare Session jetzt am Fenster mit Feuerwerk. Ein richtig schönes Feuerwerk, was da abläuft. Und ich denke mir, dass ich diese weihnachtliche Geschichte hinter Glas vielleicht im großen Schaufenster einarbeite, damit die Kinder auch so ein bisschen was haben, wenn sie dran vorbeigehen. Also ich rede von Kindern ab 2-3 Jahre, 4-5 Jahre, die dann da langlaufen und das sehen. Dann kann man das nämlich dann immer abends mal anmachen, eine wunderschöne weihnachtliche Geschichte anmachen. Hier ist es dann ja auch dunkel, ist ja schließlich November. Wir haben auch eine Laseranlage jetzt installiert, die den da auch schöne, lustige Sachen macht. Weil, wie gesagt, das ist ein Bürocharakter oder Charming. Das ist das erste Medien-Shophaus mit Charming. Also wirklich, ihr könnt euch sitzen, ausruhen. Okay, die Lounge ist jetzt nicht mehr da. Es gibt also keine Lounge mehr. Aber es sind genügend Plätze da, wo man sich niedersetzen kann, arbeiten kann. Und das alles, wie gesagt, für wenig Geld. Also wenn ihr sagt, 20 Cent, 10 Cent, 15 Cent, 5 Cent ist zu teuer, dann tut es mir natürlich leid. Schrapper und was weiß ich, kann ich natürlich nicht gebrauchen. Das ist klar, man will ja auch den Firmen, mit denen man zu tun hat, denen ihre Rechnungen auch bezahlen. Wir müssen halt Rechnungen bezahlen, die alle ihre Rechnungen bezahlen müssen. Und die Rechnungen, solange die moderat alles sind, 20 Cent, 10 Cent, 15 und so weiter, ist moderat. Wir haben die modernsten Software aufgespielt, wir haben die modernsten Geräte da, wir sind Industrie 4.0, also wir sind total vernetzt. Alles, was es gibt, kann man hier irgendwie abhandeln. Natürlich die WLAN und Funkgeschichte und Bluetooth, da sind wir noch ein bisschen vorsichtig, weil wir einen ziemlich hohen Radius haben. Und hier sind manche Maschinen schon überlastet gewesen und keiner hat es abgeholt. Darum geht es nicht. Ist klar, deswegen haben wir das erstmal gesperrt. Wir laufen auf LAN, aber mit der Welt verbunden. Hier kann jeder zugeschaltet werden und es macht viel Spaß. In der Filmfotoproduktion macht es auch sehr viel Spaß zu arbeiten. Wie gesagt, jetzt ist ja Ende des Jahres, da passiert nicht viel. Ob da einige Schauspieler hier noch vorbeikommen, irgendwie weiß ich nicht. Ich habe Wendler also auch schon lange nicht mehr gesehen. Leute von Filmpool oder Komparsen, die waren jetzt auch sehr lange nicht mehr da. Die sind einige, okay, einige Buchautoren waren hier, die da irgendwelche Skripte fertig gemacht haben. Aber wie gesagt, ich finde es auch toll, wir haben einen Radius von ungefähr 100 Kilometer. Einen Radius von 100 Kilometer, wo die Leute hier hinkommen und bedient werden und wo die arbeiten können in Ruhe. Wie gesagt, Büro Charming. Das sieht aus wie so ein Großraumbüro mit Teppichen, Stühlen. Also richtig hier, so richtige schöne Sessel, na, mit Sessel, mit Lehne. Man kann hier sitzen und arbeiten. 100 Mbit Internetleitung. Der braucht er ja nicht. Ne? Wer spezielle Sachen braucht, wie Film-Foto-Bearbeitung mit Kopfhörer, wie gesagt, auch Aldi Talk ist hier implantiert, dass die Leute hier ihr Aldi Talk
machen können. Wie gesagt, es muss halt, Schaufenster sind zwar 3x3 Meter groß, aber so viel Werbung kann man gar nicht an die Scheiben packen, weil die meisten Kunden gar nicht wissen, was ein Datenhighway ist. Ein Datenhighway mit Zuhilfenahme von Maschinen und das als Kiosk von Daten, wo hier Daten gehandelt werden, wo Daten verarbeitet werden, analog digital wandeln oder digital analog wandeln. Das war das Allerbeste, ob wir nicht VHS, Betamax und so weiter wandeln können, sage ich, können wir es, aber wir kommen nicht mehr an die Materialien ran. Also wir finden kaum noch Leute, die uns Videokassetten verkaufen. Hi8, Super 8, VHS, VHS-C bietet uns kaum einer an, also sehr schwer ranzukommen. Das ist genauso mit den Super 8, die von Kodak mittlerweile gibt es auch wieder. Also so irgendwie so plastifiziert, ein bisschen merkwürdig. Das Ganze, es läuft zwar irgendwie, aber läuft dann direkt auf irgendeinem Chip und so weiter. Hat zwar den Charakter eines Super 8 Normal 8 gedrehten Filmes, ist aber irgendwie nicht so, wieder so nicht in einem Belichtungscenter Kodak Aqua wie früher dort belichtet, also negativiert, also dass aus dem Negativen positiv wird. Das wird da, glaube ich, nicht mehr angeboten. Ist also sehr schwierig heranzukommen. Genauso mit den Schreibmaschinen. Schreibmaschinen, um an die sogenannten Kassetten zu kommen, für die Schreibmaschinen ist auch sehr schwierig geworden. Und somit ist der Preis von 1,95 Mark, 2,95 Mark damals, natürlich heute bei 5,95 Euro. Das haben wir einige Kunden also auch gescheckt, weil ums Haus herum haben wir ja noch einen Mitanbieter für Schulbedarf und der hat halt sowas dann noch im Programm. Und wir sind halt eine reine Dienstleistung aus dem Foto-Filmbereich und reine Dienstleistung aus dem Kopierbereich. Ja, eine Menge bieten wir an, vor allen Dingen Service, ganz viel Service in den 20 Cent, 15, 10 und sogar in den 5 Cent, ist ganz viel Service mit bei. Ob das eine Büroklammer ist, die an sich auch Geld kostet, ob ein Gummiband ist, das auch Geld kostet, ein Kugelschreiber, der auch Geld kostet, ja, Sitzplätze, die an sich auch Geld kosten, ja, alles in diesen 20, 15, 10 und 5 Cent drin, also besser geht's gar nicht. Und dann noch die Heizung, also man kann sich hier aufwärmen, ja, weil draußen so ein schrottiges Wetter ist. Also jetzt haben wir Weihnachten, ist so ein bisschen weihnachtliche Stimmung. Man kann hier auch das Licht dimmen, dann hat man eine schöne weihnachtliche Stimmung. So ist es nicht. Aber wie gesagt, das Kundenklientel muss ja, wie gesagt, auch sein. Mittlerweile sind die Kunden ein bisschen verschreckt, weil die Weihnachtsmärkte, ihr wisst ja, der D-Day 2015-16, der arabische D-Day 2015-16 hat seine Schrecken so ins Land gebracht, hat so ein bisschen hier die deutsche Kultur angeknackst. Euer Medienkanzler, einer ist international, er mag alle Menschen, vom Eskimo, sag ich mal, bis, keine Ahnung, Mexikaner, macht mich froh. Wie gesagt, DJ Valdez aus Malaysia, wo die alle herkommen, aus Syrien, Pakistan, alle Glaubensrichtungen, alles war schon hier vertreten und alle haben das bekommen, was sie gerne brauchten. Und man gerade auch eine türkische Geschichte fertig gemacht. Ich verstehe natürlich kein Wort, ich mache es fertig, ist richtig. Und dann war es das. Hi, Grüße! Hi. Natürlich dürft ihr auch vor laufende Kamera. Natürlich können wir wunderbare Sachen drehen. Da müsst ihr halt, ich habe sehr viele Anfragen schon gehabt. Habe ich ja auch gezeigt, dass die da waren. Es war eine Cosplay-Truppe hier von fast 50 Leute. Es waren DC-Leute da, um die 10 Personen. Dann Dreierclubs, Fünferclub, 50er und so weiter. Natürlich haben wir auch einen wahnsinnig großen Filmclub, aber des nicht kommerziellen Films. Das heißt also, wir machen kein Geld und das ist so eine Sache. Jeder will heutzutage Geld machen. Ja? Wenn man irgendeinen anspricht, den man gar nicht kennt, der will sofort 1000 Euro, sag ich, das geht nicht, 1000, ich kenne dich ja gar nicht, komm erstmal zum Casting, dann weiß der noch nicht mal, dass es ein Casting gibt. Ja, dann. Das sind die Besten. Das sind die Allerbesten, die gar keinen Plan haben, aber direkt 1000 Euro haben wollen. Oder wenn man irgendeinen einladen möchte, dann ruft natürlich irgendein Manager an da. Sie hätten gern den und den.
Was sind sie bereit, denen zu zahlen? Ne? Ja, umsonst geht es jetzt schon mal gar nicht. Ne? Ist klar. So. Und darum kann man ja, wie gesagt, nicht einfach Filme drehen. Leider sind die Besten der Besten verstorben. Den guten Club, den gibt es in Dortmund noch. Hier ist, wie gesagt, durch dieses Versterben muss man sich neue Leute suchen. Wer also Interesse hat an einem sogenannten Filmclub, sich einmal im Monat treffen, über Filme im riesen Kino, eigenes Kino, zu gucken in Dolby 7.1 und in 3D, alles machbar, es ist alles da. Also noch einmal, alle, die jetzt dieses Video durch Zufall sehen, sind natürlich eingeladen, hier in diesen Shop zu kommen, in diesen Laden. Ja, wir haben über 150 Quadratmeter für euch zur Verfügung. Wir haben Greenscreens, Bluescreens, wir haben diese Anzüge. Also hier wird ja richtig produziert. Wir sind eine Produktion, Filmfotoproduktion. Ja, mit einem Büro Charming, wo man, wie gesagt, nochmal wiederhole ich mich nicht. So. Jetzt haben wir weihnachtlich und ich werde mir sicherlich irgendwie was Lustiges ausdenken, wenn der Counter abgeht mit 14. Muss ich schauen, fahr mal zurück. Ja. Ah, die Rolling Stone. Habe ich ja auch Werbung gemacht, wisst ihr noch, für die Rolling Stone Zeitung. 18 Seiten. Also ich persönlich brauche die Zeitung nicht, weil ich kann damit nichts mehr anfangen. Alkohol kann helfen für irgendeinen Musiker da. So viel Werbung brauche ich alles nicht. Eine CD brauche ich auch nicht. Also es ging mir jetzt einfach nur mal so für die Sendung. Also meistens wird, was ist, also Star Wars ist eskapistisch und utopisch zugleich. Diese Dialektik erklärt seinen Erfolg. Das Beste ist eskapistisch. Eskapistisch. Das muss ich unbedingt mal lesen. Ich habe leider die falsche Brille auf. Kriegen wir aber hin hier die ganzen Seiten. Es macht richtig viel Spaß, da mal zu lesen, aber wie gesagt, kostet 8,50 €. Wer Lust hat, kommt hier vorbei, kann es kostenlos lesen, denn diesen Service haben wir auch. Wir haben also Bücher da, wo ihr reinlesen könnt umsonst. Ja, also ihr sitzt dann hier, wir philosophieren und wer Lust hat, kommt vor die laufende Kamera. Und wie gesagt, an sich wird hier nur Problematik natürlich abgehandelt, ist klar, deswegen haben wir das ja. Hier müssen leider auch Gesetze hin und wieder mal auf den Weg gebracht werden. Hier müssen auch hin und wieder mal mit Gesetzen gearbeitet werden. Kommt, Geister. So, während der Dreharbeiten hatte ich ja Kunden, deswegen war aus. Und während den Dreharbeiten bzw. während den Kunden hier waren, hat Amazon geliefert. Mir ist ein Gerät kaputt gegangen, also habe ich ein neues Gerät. Schaut euch mal, wie die geliefert haben. Da. Einfach auf die Ware, ohne Verpackung, ohne irgendwelche zusätzliche Verpackung, einfach drauf, das Gerät ist nicht billig, ja, wer sich da auskennt, die Geräte kosten Geld, ja, einfach hier so drauf, Button und dann weggeschickt, toll, ne? Ja, das ist Amazon. So, die andere Ware, hier, die ist natürlich wie immer verpackt, versteht sich, ne, hallo? Ich meine, da wäre ja auch richtig sauer gewesen, wenn diese Ware nicht verpackt gewesen wäre, weil es schließlich Ware für die Kunden, ne? Ist klar. So, das ist kein Witz. Das ist kein Witz, ja. Ich habe das natürlich jetzt schon rausgenommen. Ich will hoffen, dass das Gerät auch funktioniert. Einfach, man konnte das sofort öffnen. Man konnte es sofort öffnen. Ich weiß nicht, ob der Fahrer sich das jetzt angeschaut hat. Hat er natürlich keine Zeit für gehabt, ist klar. Aber trotzdem, ja. Ohne Verpackung, einfach so. Das ist Amazon. Das ist Amazon. Amazon, also Leute, macht ruhig weiter. Ich meine, bitte irgendwie noch interessanter das Ganze. Ich gehe auch irgendwann davon aus. So, das Problem ist nämlich, ob die Software dabei ist. So, ich brauche nämlich die Software. Ohne Software läuft das Ding ja nicht. Tja. Also ich sehe keine Software. Ja, kann sein, dass die das schon gebraucht haben. Ne? Also Software sehe ich nicht. Dann kann ich den ja direkt wieder zurückschicken und sagen, ihr könnt nicht mehr. Also so, ne? Also Software ist nicht dabei. Die fehlt. Genau.
Da will ich hoffen, dass ich das Gerät zum Laufen bekomme. Ansonsten schicke ich Ihnen das postwendend zurück. Ja, ich hätte noch alte Software, aber wie gesagt, muss ich gucken. Software fehlt. Also da kriegen wir noch eine richtige Packung, aber die hat sich gewaschen. Das lasse ich mir natürlich nicht gefallen, mir einfach so den Karton so zu schicken, ohne zusätzliche Verpackung. Ohne zusätzliche Verpackung. Einfach die Adresse hier drauf gebappt. Einfach hier die Adresse drauf und tschüss. Software nicht dabei. Konnte einer vielleicht gebrauchen, keine Ahnung. So, ich guck mal und danach schauen wir mal weiter. Ich mache jetzt einen Testausdruck und dann werden wir mal weitersehen. Funktioniert natürlich nicht. Ja, also keine Software bei, gar nichts und also ich bin baff, ich muss unterbrechen, ich flippe nämlich jetzt aus, Amazon kriegt jetzt einen reingewühlt, ich glaube, die stehen gleich stramm, ich glaube, ich tick. Ich habe schon vieles erlebt, also, nee. 2018 haben wir ja selber hier so einen DHL-Shop etc. pp. Und dann schicke ich den auch alles wieder postwendend zurück. Also sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, was ich euch gerade gezeigt habe. Wie gesagt, ich pack da natürlich jetzt ein, das funktioniert natürlich nicht, ist ja klar. Und ich kann damit nichts anfangen. Und ja, Software fehlt, ohne Software. Also so, wirklich, so, seht ihr ja, wie ich da gerade ausgehe. Das ist doch wohl ein Witz, oder? Einfach hier so ein Etikett drauf, ja. Ich werde weder mit irgendeinem Fachmann reden. Die werden jetzt einen eingestellt bekommen bis zum Gegner mehr. Und wenn ich eine Rufnummer finde, dann rufe ich da auch an. Also ich habe schon vieles erlebt hier. Also wird immer bunter. Es wird immer bunter. Also Leute, kauft ruhig weiter ein bei Amazon und kauft ruhig weiter ein. Kauft ruhig weiter ein. Ja, macht da. Macht Amazon froh, also sowas ist mir nicht gefallen, da drehe ich am Rad, will ich meinen Kunden auch nicht an, ne, absolut nicht, bin stinke sauer, muss ich sagen. Wobei, ist klar, wenn ganz viele Leute da sind, ich hatte auch so, auch schon die DHL-Retoure dabei gepackt, ich meine, man erschreckt sich schon, wenn einer sowas liefert, ja, einfach den Deckel da drauf. Ja, erschreckt man sich schon, weil so ein Gerät ist nicht billig. Und ich meine, die sparen ja, wo sie können, sollen sie von mir aus auch sparen, wo sie können. Aber wenn man als Firma, gut, wenn ich das jetzt für einen Kunden bestellt hätte, der nicht die Erfahrung oder über die Erfahrung verfügt, worüber ich jetzt verfüge, denn ich habe das Gerät natürlich jetzt sofort installiert. Ich brauche es ja auch. Wir machen ja daraus etwas. Und kann sagen, er macht gute Bilder, also ist okay, einmal quer und dann so, ist in Ordnung. Problematisch zwar, dass man hat ihm gesagt 9x12, ne? 9x12 an sich 10x15, aber das Gerät kann kein 10x15, das Gerät kann nur 9x12. Naja, ich muss mal gucken, ob das Gerät das auch könnte. Jedenfalls benutze ich es. Bin natürlich ein bisschen knatschig. Ich meine, so kann man auch Geld reduzieren. Aber trotzdem, also war ein Angebot, kennt ihr ja, Cyberwoche. Die Cyberwoche, den Cyber Monday. Ne? Da kriegt ihr Ware oder Ware für Unternehmer bekommt ihr. Wie gesagt, das war jetzt ein Lehrer, das Pumpen war jetzt ein leerer Karton. Das Originalgerät arbeitet. Ja, finde ich toll. Finde ich toll. Ne? An Freund weiterleiten, ich leite euch gleich was weiter da, aber ist egal. Ja. Ja. Genau. Wie gesagt, das sage ich nicht. Ich meine, das andere ist ja wunderbar verpackt gekommen. Ja. Das wäre auch schlimm, wenn nicht. Ja. Das ist schließlich Ware für den Kunden. Und stell euch mal vor, also ich war wirklich jetzt gerade erschrocken.
Weil wenn so ein Teil, ja, ich meine, wenn dieser Inhalt, der jetzt hier drin ist, ja, machen wir so, ne? Ich meine, so eine Tasse und da wappen die drauf und schicken das dann. Ich meine, ist toll, wenn es gesund ankommt, würde aber nicht gesund ankommen. Ich meine, wie die Packung aussah, ist ja auch egal. Aber war ich schon erschrocken, ich war erschrocken. Aber egal, das muss alles sein, das passt. Also wie gesagt, ihr seid hier im Medienhaus, ihr werdet wunderbar betreut, ihr kriegt auch die Ware richtig gut und so weiter und so fort. Es wird auch sofort, das merkt ihr ja sofort, zack, zack, mit Amazon gesprochen. Wir sind nun mal in der Businessleitung und wir lassen uns das natürlich nicht gefallen. Keine Ahnung, wer sich das da hat. Aber egal, wir haben haben wir gemacht und funktioniert und wir sind zufrieden. Hauptsache, wir können arbeiten. Das ist wichtig. Arbeit ist wichtig. Das klemme ich mir und damit hat es sich. Ne? So. Genau. Hat sich dann somit erledigt. Genau. So, die können mich von mir zurückrufen, dann kriegen sie einen drüber barbiert. Ja, okay. Also ist schon merkwürdig. Also das war jetzt, also ich unterbreche, ich habe, ne, keinen Bock. aber sind... Es gab ein Live-Video, weil ich mich total erschrocken habe. Amazon liefert Ware. Amazon liefert teure elektronische Ware genau so. Der Postbote kam. Wir sind leider eine Firma und wir brauchen, wenn das gute Stück jetzt für einen Kunden, weil Kunden bestellen bei uns, wir haben hier einen Amazon-Service. Ja, das ist jetzt an uns gerichtet, hier vor unserem Kopierstudio. Wenn ich das jetzt hier abmachen will, wir haben Weihnachten. Meine lieben Freunde, wir haben Weihnachten. Weihnachten bedeutet, dass man Geschenke, ja, Geschenke. So, und wenn ein Postbote einen das so bringt, ohne Umverpackung, also ihr wisst ja, was eine Umverpackung ist, in einer Umverpackung, auch schön geschützt, ja, so wie die Ware, also die elektronische Ware, das ist eine empfindliche elektronische Ware, das ist ein Canon Selfie-Gerät, hier so ein Gerät, ohne Zubehör, ohne alles. Gut ist es jetzt für uns, für mich persönlich, da habe ich nichts gegen, ist vollkommen okay. Ich reg mich jetzt auch nicht auf, aber an alle Zuschauer, wenn ihr von Amazon so beliefert werdet und wenn das so weitergehen würde, sollte man sich wirklich mal klar, man sollte mal in sich gehen und sagen, ob online wirklich das ist, was online hätte sein sollen, weil online wird immer schlechter, nicht besser, auch immer teurer. Es ist teurer, es ist kein Schnäppchen, aber egal, es ist ein Hype. Ich will aus Sicherheitsgründen, weil ich nun mal ein Online-Shop bin, dieses Geschäft gibt es seit 60 Jahren, hier kann man rein und so weiter. Wenn ich das gute Stück für einen Kunden von mir bestellt hätte, natürlich wäre das sofort per Retour rausgegangen. Ich meine, habe ich auch, ich habe es also an sich schon deklariert. Ich war stinkewütend, ist klar, weil ich war erschrocken, konntet ihr in einem Vorab-Video sehen. Jetzt habe ich ein Exklusivvideo gemacht, nur von Amazon, wie Amazon liefert, ja, wie so ein Online-Geschäft abläuft. Meine Buchhaltung hat auch gerade gepiept. Ja, was verlangst du denn? Buchhaltung, die ist halt so, ne? Ja, was verlange ich denn? Ich verlange an sich Ordentlichkeit. Liegt jetzt auch an meinem Alter. Liegt auch daran, dass man so am Tag um die 2000 Kunden hat, die natürlich nicht immer zufrieden, aber die man gerne zufrieden und so weiter. Man hat also in den ganzen 40 Jahren, wo man verkauft, ob im Star Wars Shop oder überhaupt Figuren, egal was, ob im Spielwarenbereich, Elektrowarenbereich, Kaufhausbereich, man hat also versucht, den Kunden zufrieden zu stellen. So, aber wenn sowas hier geliefert wird, genau so, das sollte natürlich nicht geschehen. Einfach hier den Kleber drauf. Ich meine, ich hätte es jetzt so zurückkleben können, ne? Einfach hier drauf und dann weg. Ja? Aber ich würde sowas nicht machen, ich bin im Karton. Gut, ich bin Profi, bin natürlich hingegangen zu Google, habe den Treiber hierfür runtergeladen. Gesetzefall, es gibt jetzt hier irgendwelche Spielereien für dieses Gerät. Weiß ich jetzt nicht, weil ich habe keine Software, ich habe gar nichts, ich habe nur das Gerät bekommen. Wie gesagt, ich brauche es nicht, Gott sei Dank. Also Gott sei Dank, aber der Kunde, der, sagen wir mal, sich sowas hier bestellt, und vielleicht auch mit der Software, die damals dabei war, diese Selfie-Software,
da konnte man ja gewisse Spielereien mitmachen mit dieser Selfie-Software. Ob es die heute gibt, weiß ich gar nicht. Müssen wir mal lesen, was da alles drin ist. Ja, das schöne Gerät funktioniert auch mit Wi-Fi ja mittlerweile. Gut, wir verbrauchen solche Geräte, wir benutzen solche Geräte. Und wie gesagt, wenn man über die 2000 Kunden hat, geht so ein Gerät schon mal kaputt. Deswegen musste so ein Gerät nachgeordert werden, ganz schnell. Hat man sich halt für Amazon entschieden. Ich hätte jetzt auch ins Auto jumpen können, zu Saturn oder Mediamarkt. Bin ich aber auch. Grüße, Hallöchen. Hi. Wie gesagt, über Amazon gerade aufgeregt. Das halte ich hier nochmal hin. Ich habe es auch den Kunden gezeigt. Die Kunden haben mich angeguckt wie ein Auto. Sag ich, jupp. Amazon liefert die Ware so. Einfach so ein Button drauf. Das ist teure elektronische Ware hier in dem Wetter. Jeder weiß, wie das Wetter im Moment ist. Aber egal, dann war der Zirkus da. Zirkus Essen. Alle Kunden, die in Essen in Werden, ist wieder ein erster Zirkus.